Jetzt in Brandenburg aktuell: Teltower Flüchtlinge gegen Windpocken geimpft. Hollywood-Star präsentiert seine Menschenbilder. Und warum Häuser gebaut werden wie lange nicht mehr. Schönen guten Abend. Heute mit von der Partie Manina Ferreira-Ernbach. Einen schönen guten Abend. Ja, erst die Grippe, dann Masern, nun also Windpocken. Bislang meldete vor allem das Nachbarland Berlin ein vermehrtes Auftreten dieser selten gewordenen Kinderkrankheit. Doch seit gestern steht nun auch bei uns in Teltow ein gesamtes Flüchtlingsheim unter Quarantäne. Tim Jäger erkundigte sich, ob heute immer noch gilt: Keiner kommt rein, keiner raus. Dieser Mann darf raus. Wer schon geimpft ist, der kann das Heim in Teltow verlassen. Vier Medizinerteams haben heute Sonderschichten eingelegt, um die 360 Bewohner zu überprüfen. Wer ist schon immun, wer muss noch geimpft werden? Auch heute also passt der Sicherheitsdienst auf. Wer reinkommt, wer rausgeht, er darf noch nicht. Beschränkungen aus gutem Grund. Also bei den Windpocken handelt es sich nicht um eine harmlose Kinderkrankheit. Man darf Windpocken nicht unterschätzen. Neben den üblichen Hauterscheinungen, die es da gibt in Form dieser Bläschen, kann es dazu kommen, wenn man kratzt, dass die sich bakteriell super infizieren, wie wir sagen. Es können Lungenentzündungen auftreten. Windpocken sind sehr ansteckend. Das heißt, sie werden über Tröpfcheninfektionen übertragen. Und 90 von 100 Kontaktpersonen, kann man sagen, erkranken. Also sie sind ähnlich ansteckungsfähig wie die Masern. Auslöser hier in Teltow waren ein erkrankter Mann und in zwei Fällen gab es noch einen Verdacht auf eine Windpockenerkrankung. Bei knapp 6% der Erkrankten ergeben sich Komplikationen. Im Asylbewerberheim Teltow wird die Impfaktion am Abend beendet. Damit werden dann auch alle Zugangsbeschränkungen aufgehoben. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, so die Behörden. Der Impfschutz wirkt zwar erst mehrere Tage nach der Spritze, aber man könne nicht 360 Menschen bis zu zwei Wochen isolieren. Er ist ein Weltstar und war heute in Brandenburg an der Havel. Armin Müller-Stahl in der Stahlstadt, was für eine Ehre. Der Schauspieler, der Filmkarriere in der DDR, dann in der BRD und später in Hollywood gemacht hat, dieser Ausnahmekünstler, er zeigt nun seine Malerei bei uns. Menschenbilder heißt die Ausstellung. Und wie der 84-Jährige heute auf die Brandenburger traf und andersrum, das zeigt uns Julia Baumgartel. Wer heute Armin Müller-Stahls Bilder sehen wollte, der musste sich etwas gedulden. Denn erstmal musste der Star-Rummel abklingen, der durch den Auftritt des Außenministers als Eröffnungsredner noch verstärkt wurde. Die beiden kennen sich. Steinmeier hat ein Willy Brandt-Bild von Müller-Stahl in seinem Büro hängen. Und überhaupt ganz schön politisch, der Müller-Stahl als Maler. Obama gerät von einer Scheiße in die nächste. Das kann er sagen, ich kann das nicht. Alles, was mich ärgert, will entweder Bild oder Wort werden. Und immer wieder mehr Bild, weil wenn Sie schreiben, strengen Sie den Kopf an. Und wenn Sie malen, das ist ein gewisser Verdummungsprozess, dann rutscht alles in den Bauch. Und das ist auch viel einfacher, damit umzugehen, als unentwegt den Wirsing anzustrengen. Ob Kopfgeburten, so heißen seine neuesten Werke, oder Menschenbilder, so heißt die ganze Ausstellung. Es sind die düsteren Farben, die den Maler Armin Müller-Stahl anziehen. Weil er nicht kitschig sein will, der Schönheit lieber ein paar Kratzer zufügen. Malen ist wie Fliegen, sagt Müller-Stahl. Ganz anders als in der Schauspielerei. Da sind Sie abhängig vom Wetter, Partner, Regisseur, Drehbuch, von allem Möglichen. Und beim Schreiben und beim Malen sind Sie für sich. Armin Müller-Stahl malt auch sich selbst. Rollen, die er gespielt hat, wie Thomas Mann, und Rollen, die er gern mal gekriegt hätte, wie Faust oder Hamlet. Ob Schauspieler oder Maler, die Leute sind begeistert von ihm. Wir kennen Armin Müller-Stahl als DDR-Schauspieler und finden ihn ganz klasse. Seine vielen Seiten finden wir sehr, sehr schön. Das ist natürlich ein Höhepunkt und das ist ja ein namhafter Künstler, ein namhafter Politiker. Das ist schon etwas von überregionaler Bedeutung. Da freuen wir uns natürlich sehr. Die Bilder haben ihren Preis, bis zu 52.000 Euro. Aber dafür ist der Eintritt in die Ausstellung frei.
Ein etwas längeres Interview unserer Reporterin mit diesem charismatischen Künstler. Das können Sie dann bei uns auf der Brandenburg aktuell Online-Seite sehen. Aber nicht gleich, bleiben Sie noch dran, erst nach unserer Sendung. Ja, so schnell werden Sie diesen Spruch nicht aus unseren Köpfen kriegen. Keine Sau braucht die FDP. Heute nun wollten Brandenburgs Liberale zeigen, warum sie denn unverzichtbar sind. Auf ihrem Parteitag haben sie ihr Spitzenpersonal gewählt und sich als FDP eine große Portion Optimismus verordnet. Tina Rohowski. Alles ganz neu und bunt hier. Die FDP hat sich frisch gemacht. Magenta, hellblau, gelb. Heute in Wildau und sonst auch im Netz. Bundesweite Wiederbelebungskampagne. Neue Farben, neues Glück. Sogar einen eigenen FDP-Sound haben die Marketingstrategen komponiert. Ob es am neuen Sound liegt, an der Basis geht es zumindest nicht bergab. Wir haben keinerlei Probleme bisher gehabt mit massiven Austritten. Wir haben ja auch neue Parteimitglieder, die von der AfD zu uns gekommen sind. Wir werden als fehlend wahrgenommen. Ja, ich denke, dass wir zur nächsten Landtagswahl so aufgestellt sind, dass die Bürger uns wählen. So voll wie heute war es tatsächlich schon lange nicht mehr auf einem FDP-Parteitag. Doch der Schein trügt etwas. Man stehe vor Finanzlöchern in der Parteikasse, heißt es. Und die große Politik ist sowieso für die nächsten Jahre außer Reichweite. Im Landtag sucht man die liberalen Farben jetzt vergebens, aber die alten Kollegen vermissen die enge Zusammenarbeit in der Opposition. Also die FDP saß ja direkt neben uns. Insofern gab es da auch über die Bänke schnell mal im Plenarsaal eine Abstimmung. Der Landtag hat einen schlechten Tausch gemacht, indem die AfD nunmehr die Sitze der FDP eingenommen hat. Die will eher zurückerobern. Axel Graf Bülow wird heute mit 91% zum Landeschef wiedergewählt. Aber mit welchen Inhalten können die Liberalen überhaupt noch auffallen in Brandenburg? Kritik an der geplanten Kreisgebietsreform soll ein Schwerpunkt sein. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass die Kreisgebietsreform so gemacht wird, dass es dem Land hilft, die Verwaltung einfacher zu gestalten. Aber der Bürger selbst wird dabei noch nicht so in den Fokus gestellt. Und das möchten wir tun. Bescheiden, aber selbstbewusst, so will man es angehen, zumindest in Brandenburg. Die nächste wichtige Wahl aber ist in Bremen. Dort macht die FDP gerade Wahlkampf mit Champagner. So, und hier kommen nun die anderen Nachrichten an diesem Tag. Die hat für Sie jetzt Manina Ferreira-Anbach. Im Landkreis Oder-Spree hat es am Nachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann wurde getötet, ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B87 zwischen Mühlrose und Beeskow. Ein polnischer Pkw war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit diesem Auto zusammengeprallt. Der Wagen drehte sich und flog über die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch vor Ort. Der Unfallverursacher kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Aus seinem Auto ergossen sich etliche Zigarettenstangen über die Fahrbahn. Die Polizei prüft, ob der Mann ein Schmuggler ist. Die B87 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Heute vor 82 Jahren traten Adolf Hitler und Paul von Hindenburg gemeinsam vor der Potsdamer Garnisonkirche in der Öffentlichkeit auf. Das Zusammentreffen wurde später als Symbol für die Machtübernahme der Nationalsozialisten gewertet. Das Geschehen ging als Tag von Potsdam in die Geschichte ein. An die Folgen dieses Ereignisses erinnerte die Landeshauptstadt gleich mit mehreren Veranstaltungen. Am Abend fand in der Nagelkreuzkapelle am früheren Standort der Garnisonkirche eine Andacht statt. Mit dabei Oberbürgermeister Jacobs und Reverend Alan McCormick, ein Pfarrer aus London. Jacobs erinnerte daran, dass der Tag von Potsdam der Ausgangspunkt für den Schrecken war, den Deutschland über die ganze Welt gebracht hat. Und der dann in Form von Bombenangriffen der Alliierten nach Potsdam zurückgekehrt sei. Dabei war auch die Garnisonkirche zerstört worden. In einer Sonderführung des Potsdam-Museums stand der Tag von Potsdam ebenfalls im Mittelpunkt. Die Piloten der Lufthansa haben auch heute wieder gestreikt, den vierten Tag in Folge. Betroffen waren Langstrecken- und Frachtflüge. Mögliche weitere Streiks will die Gewerkschaft Cockpit mit einem Vorlauf von 24 Stunden ankündigen. Sie schließt inzwischen auch Arbeitsniederlegungen über die Osterfeiertage nicht aus. Besucherandrang im neuen unterirdischen Museum zum Himmlischen Theater in Neuzelle. Hunderte Menschen wollten gleich am ersten Öffnungstag die beiden etwa 7 Meter hohen Darstellungen vom Leidensweg Christi bewundern. Überwältigend, dass das früher schon so dargestellt worden ist. Das habe ich den Kindern jetzt gerade versucht zu erklären, wie wertvoll diese Sache ist. Nach dem Tag der offenen Tür folgt auf dem Klostergelände die lange Nacht des Museums, und zwar bis 3 Uhr.
Wer durchs Land fährt, der sieht jede Menge Kräne und Bagger. Überall wird gebaut und das sind in erster Linie neue Wohnhäuser, die da entstehen. Entsprechend groß heute also das Interesse bei der Baumesse im Potsdamer Stadtzentrum, auf der sich Bauwillige, Eigenheimbesitzer, Fachleute noch bis Sonntag informieren können. Carsten Zumack über den neuen Bauboom in Brandenburg. Hier packt sogar der Nachwuchs der Nachbarn mit an. Das Haus steht, jetzt werden Terrasse und Garten in Schuss gebracht. Familie Klees hat sich hier in Werder an der Havel einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Es war schon immer irgendwie ein Traum, ein eigenes Haus zu haben und so für sich halt einfach frei zu sein und ein eigenes Heim ist schon schön. Auch für die Altersvorsorge ist es ja auch nett. Zu dem Zeitpunkt gab es noch vor 2 Jahren Grundstücke, jetzt sind alle verkauft, haben wir noch rechtzeitig zugeschnappt. Rings um ihr Einfamilienhaus entsteht am Rand von Werder ein komplett neues Wohngebiet. Ständig wird hier irgendwo Richtfest gefeiert, so wie heute für ein Mehrfamilienhaus. Geweiht sei dieses Haus zu dieser Stunde. Die Dachgeschossmusterwohnung gibt's mit Riesenterrasse und Riesenausblick auf die neuen Nachbarn. Die Branche boomt. 2014 wurden in ganz Brandenburg etwa 12.000 Baugenehmigungen erteilt. 20% mehr als im Vorjahr. Die Aufträge haben einen Wert von 470 Millionen Euro, ein Plus von 14,4%. Das ist völlig klar, es gibt eigentlich 2 Gründe. Zum einen natürlich die unheimlich geringen Zinsen, die man erhält, wenn man das Geld aufs Konto bringt. Also investiert man einfach in Häuser. Und zweitens hat natürlich Berlin einen unheimlichen Zuzug. Und dieser Zuzug nach Berlin schlägt sich inzwischen dankenswerterweise auch im Berliner Umland nieder. Nicht zuletzt sorgen die niedrigen Zinsen für billige Kredite. Auch das ein Anreiz zum Bauen. Das spiegelt sich auch auf der Messe Neue Potsdam-Bau an diesem Wochenende wieder. Die Stände der 100 Aussteller hier gut besucht. Doch der Neubauboom ist regional unterschiedlich stark. In den Randgebieten Brandenburgs wird nach wie vor weniger gebaut. Je näher Berlin, desto größer die Zahl der Baugenehmigungen. Spitzenreiter ist Potsdam. Gerade die Landeshauptstadt braucht dringend neue Wohnungen. Und so wird auf den wenigen freien Grundstücken richtig geklotzt. Hier am Nutewinkel entstehen gerade Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser für 90 Familien. Die Nachfrage ist groß, deshalb wird hier sogar samstags gearbeitet, um den Käufern rechtzeitig den Traum von den eigenen 4 Wänden zu erfüllen. Jetzt bei mir im Studio ist Rechtsanwalt Wendelin Mons vom Bauherrn Schutzbund. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Mons. Guten Abend. Kann man ja sagen, prima, die Zinsen sind niedrig. Ist das jetzt auch die richtig gute Zeit, um ein Haus zu bauen? Die Zinsen sind sehr niedrig, insofern ist es die richtige Zeit, um ein Haus zu bauen. Aber man muss eben auch sehen, dass die Preise dementsprechend gestiegen sind. Ich kenne Fälle, in denen ein Haus heute 100.000 Euro mehr kostet als vor 5 Jahren. Das heißt, man muss das natürlich in seiner Gesamtheit dann bewerten. Wenn viele in Brandenburg hören, da ist jetzt ein Bauboom da, also dieser Trend hält an, dann kommt man ja manchmal auch auf die Idee und sagt sich, vielleicht schaffe ich es auch ohne Eigenkapital. Also kann man ein Haus bauen, ohne dass man selbst Finanzen mitbringt? Nein, das wird nicht gehen. Man braucht immer ein Eigenkapital, irgendwo in der Größenordnung von 20-30%. Und dann kommt es eben sehr auf die individuellen Verhältnisse an, auf die Einkommensstruktur. Und dann muss man sich genau überlegen, wie soll dieses Haus entstehen? Mit wem möchte ich das bauen? Kann es ein individuell gestaltetes Haus mit Architektbeteiligung sein? Oder soll ein Generalunternehmer ein Haus bauen, der dann auch die Planung mitbringt? Ihre Erfahrung sagen, was ist am besten für jemanden, der sich in diesem Baufeld nicht auskennt? Also es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn der Generalunternehmer baut, hat man den Vorteil, dass alles von ihm kommt. Die ganze Leistung kommt aus seiner Hand. Das heißt, was auch immer schief geht, er ist der Alleinverantwortliche. Das gleichzeitig natürlich aber auch das Problem dann, wenn dieser Alleinverantwortliche in Insolvenz geht. Denn dann hat man natürlich auch keinen Ansprechpartner mehr. Man braucht natürlich für all diese Dinge nicht mehr einen Handschlag, sondern man braucht richtig gute Verträge, Herr Mons. Also wenn man sich zum Beispiel sagt, jetzt mich kostet das schon ein kleines Vermögen, ein Haus zu bauen, es soll nicht noch tausende Euro hinterher kommen. Wie kann ich das absichern? Indem man sich entsprechend beraten lässt. Das ist in der Tat ein Geschäft von großer Bedeutung und da braucht man Berater. Und der Bauherrenschutzbund etwa bietet ein Beratungsnetz an, bestehend aus Bauherrenberatern, die die Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen können. Und dann eben auch Rechtsanwälten, die den Vertrag prüfen, ein bisschen vor Vertragsschluss. Und die dann später auch im Rahmen der Bauausführung Unterstützung geben können. Wann sollte man dann wirklich auch zahlen? Also
Worauf sollte man auf gar keinen Fall sich einlassen bei solchem Vertrag? Man sollte sich auf keinen Fall darauf einlassen, dass man zu früh zahlen muss. Viele Zahlungspläne sind kopflastig, das heißt, der private Bauherr zahlt zu früh zu viel. Mit anderen Worten, er überzahlt den Bautenstand. Und wenn dann die Firma Insolvenz anmeldet, dann hat er gezahlt und hat dann natürlich ganz große wirtschaftliche Probleme. Das heißt, erst wenn die Leistung da ist, dann zahle ich. Solche Verträge sehen immer Ratenzahlungsvereinbarungen vor. Das Bauunternehmen hat ja auch ein Interesse daran, den Werklohn einzunehmen, das ist ja klar. Aber wichtig ist, dass immer eine Teilleistung erbracht wird und dann wird gezahlt und dann kommt die nächste Teilleistung. Viele Menschen haben Angst, dass dann doch der Baupfusch bei ihnen auch Einzug hält. Wie kann man sich da absichern? Ja, das ist eine reale Gefahr. Der Bauherrenschutzbund hat gerade zu seinem 20-jährigen Bestehen eine Studie vorgestellt, der zufolge die Bauschäden ganz erheblich angestiegen sind in den letzten Jahren. Hier muss man versuchen, durch eine gute Vertragsgestaltung vorzubauen und dann aber auch, wenn im Rahmen der Bauausführung Mängel auftreten, tatsächlich diese auch sofort mit rechtlicher Hilfe auch anzugehen. Und man muss sie auch erst einmal als Mangel erkennen, indem man einen Bauherrenberater hat, der einem auch sagt, hier läuft etwas schief. Also lange gute Vorbereitung ist wichtig. Man baut ja ein Haus für sein Leben und nicht jeden Tag. Also ja, vielen Dank für Ihre Informationen. Danke, Wendelin Monz vom Bauherrenschutzbund. Vielen Dank. Ja, wie lebt eine Familie hier in Brandenburg mit einem Kind, das mit einem genetischen Defekt geboren wurde? Das wollten wir heute wissen am Welt-Down-Syndrom-Tag und sind sehr froh, dass wir die Walters in Cottbus besuchen durften. Zu den 4 Kindern gehört die 14-Jährige, die mit Trisomie 21 auf die Welt kam. Wie sieht hier also der Alltag aus? Unsere beiden Reporterinnen haben beschlossen, das soll uns die Familie mal lieber selbst erzählen. Und einmal noch und dann hast du es geschafft. Da stellst du hin? Man muss schon höchstwahrscheinlich sich ein bisschen mehr durchsetzen, also konsequenter sein. Weil das, was die anderen Kinder nach dem 10. Mal begriffen haben, das Nein, geh da nicht ran, ist heiß. Das muss man beim Down-Kind vielleicht 100 Mal oder noch öfter sagen, bis sie das verstanden haben, bis sie das verinnerlicht haben. Aber es ist nicht weniger glücklich als das von anderen Leuten, die jetzt nur gesunde Kinder haben. Man hat sozusagen einen Teenie vor sich mit einem Horizont von 5-6 Jahren. Also diese ganze Pubertät, die ganze Zickereien, so wie so Entwicklungssprünge, die halt in dem Alter sind, die haben die Down-Kinder auch. Nur, dass die Phasen beim Down-Kind einfach ein bisschen länger sind. Mein liebes Fräulein, wie es kleckert. Ja, sind wir immer drin. Also alles, was mit Computertechnik ist, ist sehr fit. Na, Ima, komm, wir fahren los. Doch, wir fahren los. Wir haben die Selbsthilfegruppe gegründet, einfach um Kontakt zu anderen Eltern zu haben. Derjenige, der es selbst schon erlebt hat, kann es an die anderen weitergeben und das hilft unheimlich. Fahren wir zum Down-Syndrom-Treffen? Nein. Doch. Nope. Nope. Du kannst das Ding ja mitnehmen. Nimmst du es mit? Ja. Um mir jetzt da Hilfe zu holen, brauche ich die Gruppe mittlerweile eigentlich nicht mehr. Weil Naima ist da auch die Älteste. Da ist für mich jetzt, ich kann jetzt von den Erfahrungen der anderen eigentlich kaum noch profitieren, aber die anderen halt von mir und dann gebe ich das halt weiter und pflege meine Freundschaften, die da entstanden sind. Und rein. Hallo, na? Na, hallo. Hast du gefragt gehabt? Hallo. Na, hallo. Wie geht das spielen, Schatzi? Dass so viele Leute diese Kinder nicht wollen, ist schon irgendwo traurig, weil man selber sieht, dass es so anders das Leben mit denen gar nicht ist und dass sie so viel eigentlich ausstrahlen und so viel geben können wie jedes andere Kind im Grunde auch und teilweise auch in manchen Gebieten sogar mehr. Mir tun die Leute irgendwie leid, die sich das vergeben, weil meistens treiben sie ab, wo sie es einfach nicht besser wissen. Das Treffen ist uns sehr wichtig für die Familie und dass die Kinder gleichzeitig erleben, dass wir nicht das einzigste Kind sind unter dem Down-Syndrom und deswegen sind wir eigentlich hier, ja. Für mich ist das ja völlig normal. Also wenn ich auf die Straße gehe, gucken die Leute schon, was sie eben erkennen, dass eine Ima anders ist. Aber mittlerweile ist das meine Normalität und ich merke das gar nicht, dass es anders ist. Vielen Dank, Familie Walter, für Ihr Vertrauen, dass wir da sein durften. So, und nun gibt es noch mal Nachrichten und da könnte man sagen, es kommt doch irgendwie doch der Frühling zu uns, oder Manina? Naja, im Spreewald hat die neue Kahnsaison begonnen. Heute nahmen die Fährleute in Schlepzig den Betrieb auf. In Lübbenau und Burg geht es eine Woche später los. Und am Ostersonntag lädt Lübben zum Anstaken und Anpaddeln ein.
Eine etwas eigenwillige Art, den Frühlingsanfang zu feiern, haben diese Barnehmer. Sie spielten in Altenhof am Werbelinsee noch schnell ihren Eisstock-Cup aus. Allerdings hatte der vorherrschende Nieselregen offenbar Einfluss auf die Form mancher Sportler. Die 12 Teams aus Eberswalde, Bernau, Altenhof und Finofort hatten sich seit Februar durch die Vorrunden gekämpft, um heute dabei zu sein. Den Eisstocksport gibt es nach Angaben der Veranstalter nur im Landkreis Barnim. Er wird vor allem in Bayern gespielt. Der Fund menschlicher Knochen auf einer stillgelegten Mülldeponie in Erkner beschäftigt jetzt die Polizei. Die Skelettteile wurden der Rechtsmedizin übergeben. Sie soll ermitteln, woher die Knochen stammen und wie sie auf die Deponie gelangten. Möglicherweise kamen sie beim Ausheben alter Friedhöfe zutage, so die Polizei. Nach Medienberichten hatten Spaziergänger an der Deponie immer wieder menschliche Knochen entdeckt. Erster Finaltag beim Turnier der Meister in Cottbus. Der große Star der Veranstaltung war der Japaner Kenzo Shirai. Er gewann die Goldmedaille vor Matthias Fahrig vom SV Halle. Für Deutschland war noch Pauline Tratz vertreten. Sie sicherte sich beim Sprungwettbewerb Platz 5. Die Zuschauer können sich morgen ab 11 Uhr auf weitere Highlights freuen, mit Matthias Fahrig beim Sprung und Kim Janis am Balken. Die U19-Fußballer von Hertha BSC und Energie Cottbus stehen im Finale um den DFB-Juniorenpokal. Das Nachwuchsteam aus der Hauptstadt setzte sich mit 2:1 beim Vorjahresfinalisten Schalke 04 durch. Die Lausitzer schalteten daheim den VfL Wolfsburg mit 6:5 nach Elfmeterschießen aus. Das Endspiel findet am 30. Mai in Berlin statt. Und da sind wir schon bei den Profis. Selbstverständlich, die Fußballfans von Energie Cottbus, die kennen diesen jungen Mann, der da heute auch wieder losgestürmt ist beim Spiel gegen die Chemnitzer. Tim Kleindienst ist der Angreifer, auf den Cottbus so stolz ist, der schon als 17-Jähriger einen Profivertrag von Energie Cottbus bekam. Thorsten Michels stellt uns das Talent vor. Er hat's wieder getan. Schon zum 11. Mal in dieser Saison. Tim Kleindienst ist der Torschütze vom Dienst beim FC Energie. Auch heute im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC hat der 19-Jährige mit dem 1:0 seine Treffsicherheit bewiesen und die Hoffnung auf einen Aufstieg am Leben gehalten. Wir müssen einfach weiterspielen. Wir müssen jetzt unsere Spiele gewinnen und dann können wir auch weiter oben anknüpfen. Ich meine, in der Liga ist alles möglich. Das sieht man immer wieder. Und deswegen einfach konzentriert weiterspielen und die nächsten Spiele gewinnen und dann blicke ich da weiter optimistisch. 90 Minuten, alles geben. Auch hier Doppelstunde Mathe an der Lausitzer Sportschule in Cottbus. Klar, diese Belastung tut weh, aber der gebürtige Jüterbocker hat ja ein Ziel. Endlich die Schulzeit beenden. Ja, auf jeden Fall, ich habe die Schnauze voll. Ich habe keine ich bin dann doch schon froh, wenn das jetzt zu Ende geht, weil dann ist doch schon... fällt schon ein erheblicher Druck weg jetzt. Da hat man nur noch Fußball, kann sich darauf konzentrieren. Immer so ein toller Typ, nett, freundlich. Da kann man nicht meckern. Und da sind wir natürlich als Lehrer auch gerne bereit, mal die eine oder andere Sache ihm nachzusehen. Aber ohne natürlich irgendwelche Abstriche zu machen. Die Forderungen, die das Abitur an ihn stellt, die muss er erfüllen. Am Wochenende kann er dann mit den Kumpels jubeln. Heute ein zweites Mal in der allerletzten Nachspielminute nach diesem wirklich tollen Freistoßtor von Ronny Gabuszewski. Es war das 2:2, am Ende ein glücklicher Punkt für die Lausitzer. Schade nur, dass Tim Kleindienst wegen Meckerns noch seine 10. gelbe Karte kassierte und damit im nächsten Match in Bielefeld gesperrt ist. Das sind gelbe Karten, die sind unnötig und das auch gehört zum Entwicklungs- und zum Lernprozess von so einem Spieler dazu. Da wird er auch noch einen über den Deckel kriegen von mir. Dennoch, so einen Spieler wie Kleindienst wollen sie natürlich gerne behalten. Das wird schwer, er selbst übt sich in Fußballdiplomatie. Mit unserem Trainer ist alles super jetzt und dann muss man einfach neu überlegen. Und das sagt die Zukunft. Ja, genau, hat er recht. Am besten, er steigt mit Energie auf. Dann bleibt Tim Kleindienst bestimmt. Geblieben ist uns heute leider die Sonne nicht. Der Frühling beginnt mit miesepetrigem Wetter. Macht nichts. Im Havelland ist Joanna Jambor auf die Suche gegangen nach Rettungskräften aus der Natur. Unkräuter? So nennen wir sie nicht. Wildkräuter. Ist der Winterschlaf vorbei, fängt die Frühjahrsmüdigkeit an. Doch auch dagegen soll ein Kraut gewachsen sein, beziehungsweise gleich mehrere, sagt die Kräuterfee.
Enzyme ausschalten. Sehe, wie zum Beispiel der Bärlauch, der soll schon Kälten munter und wach vor großen Herausforderungen gemacht haben. Wie entsteht eigentlich diese Frühjahrsmüdigkeit? Unser Körper muss sich erstmal nach der langen Winterperiode an das neue Klima gewöhnen. Mhm. Der Körper stellt die Blutgefäße weit, dadurch sackt der Blutdruck ab und man wird halt müde. Also was sind so die wichtigsten Wildkräuter, die Sie jetzt empfehlen würden? Brennnessel, die kann ich empfehlen. Ja, Sie fassen die so schön an mit der Hand. Ja, meine Hände sind so kalt, weil sie eben auch ganz viel Vitamin C hat. Sie hat ganz viele Mineralstoffe, sie hat Kieselsäure. Ja. Kieselsäure gut für die Haare. Genau. Oma hat immer gesagt, Kieselerde, Kind, für Nägel und Haare. Genau. Genau, dann haben wir hier den Giersch, der schmeckt wie Petersilie. Probieren wir einfach mal. Und Wildkräuter sollen 10-mal mehr Inhaltsstoffe als Kulturpflanzen haben und damit 10-mal mehr Vitamine. Wir überlegen, ob das Waldmeister ist, aber es ist zu früh. Aber er sieht so aus, als ob er es ist. Er sieht wirklich so aus. Mhm. Wäre auch nicht schlecht gegen Frühjahrsmüdigkeit, oder? Ja, vor allen Dingen können wir gleich bei Posenachtfeier unter den Meieren tanzen. Ja. Auch so kann man die Frühjahrsmüdigkeit üben. Ja. Mal schauen, wie sie werden, die Aussichten. Ja. Ja? Na dann. Von Mai-Temperaturen sind wir heute Nacht weit entfernt. Es droht stellenweise Glatteis bei minus 4 Grad im Norden. Morgen bleibt es trocken und sonnig bei kühlen 4 bis 7 Grad in der Lausitz. Statistisch gesehen leiden mehr Frauen als Männer an Frühjahrsmüdigkeit. Ja, warum? Ja, frage ich mich auch. Obwohl wir ja doch mehr die Powerfrauen sind. Aber ob wir vielleicht geben wir aber auch zu wenig an die frische Luft manchmal. Die Männer machen einfach mehr. Wir stehen mehr und waschen ab oder so. Wir stehen mehr und waschen ab. Gut, glauben Sie an die Wirkung der Kräuter? Das ist eine gute Wieso Frage. Sie? Ja und nein. Also seitdem meine Frau sich damit beschäftigt, es ist sehr interessant, sehr spannend. Ich muss auch manchmal als Versuchskanütchen herhalten. Wie sieht dann sowas aus? Ach, dass ich zum Beispiel Alkohol auf eine offene Wunde bekomme. Und ich dann losschreie und letztendlich, aber es hilft. Und Sie sind sicher, dass Sie sie nicht bestrafen? Nein. Es gibt ja so giftige Zwillinge, haben wir ja schon erfahren. Richtig. Ganz gefährlich ist der Bärlauch. Wir haben ihn verwechseln mit den giftigen Maiglöckchen. Aber am gefährlichsten finde ich die Herbstzeitlosen, die auch gerne zwischen den Bärlauch wächst. Und nur wenige Blätter führen zum Tod. Es wird wieder wärmer und damit kommt auch die Frühjahrsmüdigkeit. Bis 16 Grad am Dienstag, ab Mittwoch kann es regnen. So schmeckt jetzt der Frühling, weil da sind die ganzen feinen Kräuter drin, die wir heute gesammelt haben. Genau. Und das vertreibt die Frühjahrsmüdigkeit. Aber ich glaube, wir sind so fit und so durchgeschüttelt vor Kälte, dass wir keine Frühjahrsmüdigkeit mehr haben. Das glauben wir gern. Danke, Johanna. Unser Zuschauer-Wetterfoto kommt heute mal wieder über Facebook. Hausbau in Erkner sieht auf dem Demeritzsee dann also so aus. Jens-Uwe Bartusch hat diesen Haubentaucher erwischt, der Arme. Ja, der Haubentaucher meine ich jetzt nicht arm, der muss sogar im Wasser bauen. So, das war's dann für heute von uns. Und hier geht's gleich wie gewohnt weiter mit der Tagesschau. Und im Anschluss wird es spannend, Adelheid und ihre Mörder. Morgen wird's natürlich auch spannend hier bei uns. Da erwartet Sie Gerald Mayer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. 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 Heute kam es bei den sächsischen Liberalen zum großen Showdown. Kampfabstimmung. Scharfe Kritik an FDP-Chef Zastrow. Einkaufsparadies. Besuch im wohl kleinsten Warenhaus Sachsens. Und Auswärtspunkt. Chemnitzer FC erreicht Unentschieden in Cottbus. Und jetzt der MDR Sachsen-Spiegel. Heute mit Tino Böttcher. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Jahr 2014 war für die FDP in Sachsen ein Jahr zum Vergessen. Bei der Landtagswahl im Sommer nicht nur aus der Regierung geflogen, sondern mit 3,8% der Stimmen auch noch aus dem Parlament. Und seitdem versuchen die Liberalen aus diesem Tal der Tränen irgendwie wieder rauszukommen und wollten heute in Harter bei Döbeln auf dem Landesparteitag ein erstes Zeichen setzen. Und ganz oben auf der Tagesordnung stand dabei die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden. Holger Zastrow heute Morgen noch Mann an der Spitze, Aushängeschild der sächsischen FDP, möchte den Blick nicht immer wieder nach hinten richten, sondern viel lieber nach vorn. Wir sind ausgeschieden und haben damit eine große Chance, nämlich uns zu erneuern.
zu lernen, es besser zu machen. Auf das, was jetzt gerade erst im letzten halben Jahr auch an die Öffentlichkeit kommt, an die Oberfläche kommt, an diese Unzufriedenheit, die man spürt, darauf zu reagieren und darauf die richtigen Schlüsse zu ziehen. Er hatte sich geziert. Bis zuletzt hatte Holger Zastrow seine Parteifreunde im Ungewissen gelassen, ob er wieder für den Parteivorsitz kandidiert. Das hat viele verärgert. Und nicht nur das. Wir stehen an vielen Stellen vor unglaublichen strukturellen Problemen. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, mich kotzt der Umgang untereinander an. Das fängt auf Facebook an und hört dort auf, ich habe das eben schon erwähnt, wo hinter vorgehaltener Hand die Arbeit der anderen schlecht gemacht wird. Diese FDP fängt wirklich neu an und nicht alterweilen in neuen Schläuchen. Und dafür werbe ich für die Kraft, dass dieser Parteitag heute die Kraft findet, eine mutige Entscheidung zu treffen und einen Neuanfang auch in personeller Hinsicht zu wagen. Und die FDP hat die Wahl. Neben Holger Zastrow tritt Heinz-Peter Haustein als Kandidat für den Vorsitz an, Bürgermeister in Deutschneudorf und langjähriger Bundestagsabgeordneter. Ich würde einfach und werde einfach dem Volke mehr aufs Maul schauen. Und alle Themen, die in diesem Land die Leute bedrücken, offen und ehrlich ansprechen. Am Ende ist es doch der besagte alte Wein in neuen Schläuchen. Mit 58,2% gewinnt Holger Zastrow die Wahl. 2013 waren es noch 95,9%. Kein großer Rückenwind für den Neubeginn. Es war eine Tradition, die sicher nicht bei allen beliebt war in der DDR, der gute alte Subotnik. Viele werden sich wahrscheinlich noch erinnern an die freiwilligen und vor allem unbezahlten Arbeitseinsätze am Wochenende. Und in Grimma hat sich diese Tradition bis heute gehalten. Hier wird nämlich der alljährliche Frühjahrsputz noch immer Subotnik genannt. Dann wird die gesamte Stadt vom Dreck und vom Unrat des Winters befreit. Und heute war es wieder soweit. Emil ist 2 und der Jüngste. Matthias Berger ist Oberbürgermeister und der wohl prominenteste Teilnehmer des Subotniks. Gleich voll in seinem Element, organisiert, dirigiert, motiviert. Verteilt die Leute an die verschiedenen Schwerpunkte. Und von denen gibt es einige, vor allem in den Wäldern rund um Grimma. Da gibt es 3, 4, 5 solcher illegalen Ablagerungsstellen. Die räumen wir jedes Jahr auf. Und jedes Jahr, das könnt ihr euch damit anschauen, wenn wir hinkommen, da liegt wieder dort ein Fernseher, ein Kühlschrank, eine Teppichrolle. Also man hat das Gefühl, die Leute legen es hin, damit wir es einsammeln. Manchmal fragt man sich, warum die es nicht gleich in Grimma abgeben an der Mülldeponie, sondern warum die eigentlich erst in den Wald fahren. Das ist Quatsch. Der Chef kennt sich bestens aus in seinem Revier rund um die Gemeinden Förstgen und Kössern. Hier ist Matthias Berger zu Hause, die eigene Familie, Verwandte, Freunde und Nachbarn. Alle helfen sie mit. Ein anderer Schwerpunkt ist natürlich immer wieder die Mulde. Vor allem die Uferbereiche unterhalb von Schloss Gattersburg. Hier kämpfen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohnstedt mit einer Tür im Baum. Eine Erinnerung an das letzte Hochwasser. Sie klemmt die Tür, hat sich verhakt im Gestrüpp. Es ist wie bei einem Löschangriff mit einer ausgeklügelten Strategie und, wo notwendig, mit roher Gewalt rücken die Kameraden vor und sind schließlich erfolgreich. Man muss ein bisschen mit Köpfchen arbeiten hier. Aber wir haben in unserer Feuerwehr eigentlich viele handwerklich tätige Leute. Und da ist es schon eine schöne Sache. Überall in der Stadt und den Gemeinden wird aufgeräumt von Leuten, die sicher auch daheim ordentlich zu tun hätten. Eine saubere Stadt ist doch wichtig. Und da muss auch jeder Bürger mit ran. Egal, ob man nur zu Hause Arbeit hat oder Garten hat, das ist einfach notwendig. Beendet wird der Grimma Subotnik traditionell an der Gulaschkanone mit einem Schlag heiße Suppe. In Leipzig haben heute Physiotherapeuten aus ganz Deutschland demonstriert. Am Rande der Fachmesse Therapie forderten sie eine bessere Bezahlung. Im Gegensatz zu anderen Unternehmern dürften sie ihre Preise nämlich nicht selbst bestimmen. Die laufenden Kosten stiegen dennoch stetig an und das stehe in keinem Verhältnis. Der Beruf des Physiotherapeuten würde dadurch für den Nachwuchs unattraktiv und das könnten künftig auch die Patienten zu spüren bekommen. Fast jeder, der sich ein Kind wünscht oder vielleicht sogar eins erwartet gerade, hat sich vermutlich schon mal die Frage gestellt, was ist, wenn? Was ist, wenn mein Kind eine Behinderung hat, wenn es zum Beispiel mit dem Down-Syndrom zur Welt kommt? Eine Frage, die besonders heute am weltweiten Down-Syndrom-Tag diskutiert wird.
Denn Trisomie 21, so der Fachbegriff, kann man bereits während der Schwangerschaft erkennen. Und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb immer weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren werden. Annemarie liebt Anton, Anton liebt seine Schwester. So einfach ist das. Der Rest ist komplizierter. Annemarie hat das Chromosom 21 dreimal statt zweimal. Deshalb ist sie eines der 650 Kinder in Deutschland, die jährlich mit der sogenannten Trisomie 21 geboren werden, mit einem Down-Syndrom. Für mich war das aber kein Problem, weil ich mich vorher mit dem Thema schon beschäftigt hatte. Also für mich war das irgendwie so, dass ich dachte, wenn ich jetzt mich dazu entschließe, ein Kind zu bekommen, dann entschließe ich mich dazu, dass ich auch ein Kind kriegen kann, was nicht ganz normal ist, was vielleicht krank ist oder zum Beispiel Trisomie hat. Dorothea Kaiser wurde von ihrer Ärztin zu einem Fruchtwassertest geraten. Deshalb musste sie vorab noch zu einer humangenetischen Beratung. Man sitzt dort und man kriegt ausgemalt, was alles Furchtbares passieren kann, wenn man so ein Kind kriegt. Annemarie ist so ein Kind. Aber Kinder mit Down-Syndrom werden immer seltener geboren. Steht die Diagnose Trisomie 21 im Raum, entscheiden sich 9 von 10 Frauen gegen das Kind. Robert Lachmann setzt auf den Fortschritt der Medizin, auf das sogenannte Ersttrimester-Screening in der 12. Schwangerschaftswoche. Diese gründliche Untersuchung gibt, so der Oberarzt, den Frauen Sicherheit für sich selbst und für ihr Kind. Je länger ich in diesem Fachbereich bin, umso mehr Respekt habe ich wirklich vor der Entscheidung einer Frau. Wichtig ist, dass man wertfrei berät. Die Frau soll alle Optionen genannt bekommen und nachher werden sie sich mit dem Mann 1-2 Abende vielleicht Zeit nehmen. Sie sollen nichts jetzt entscheiden und egal wie sie sich entscheiden, ist die richtige Entscheidung. Die junge Dresdnerin hier schätzt die Offenheit und Fürsorge in der Universitätsklinik Dresden. Sie weiß, dass ihr erstes Kind gesund sein wird. Auf die Frage, ob sie sich gegen oder für ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden würde, antwortet sie: Das ist schwer zu sagen. Ich selbst arbeite als Physiotherapeutin. Ich habe also schon viele Erkrankungen und auch Kinder gesehen, die ganz stark behindert auf die Welt gekommen sind. Und das ist sowohl für das Kind als auch für die Eltern eine riesige Belastung. Und ich weiß nicht, ob man damit dann letztendlich sein ganzes Leben lang gut umgehen kann. Vielleicht schafft die 2-jährige Annemarie mit ihrer Trisomie 21 einen Schulabschluss. Vielleicht braucht sie ihr Leben lang Hilfe. Ihrer Mutter ist vor allem eines wichtig. Ich wünsche ihr sehr, dass sie ein glücklicher Mensch bleibt und dass sie die Möglichkeit hat, ihr Potenzial zu entfalten und irgendwas zu finden, was ihr im Leben Spaß macht. Bei uns geht es gleich mit diesen Themen weiter. Tore-Festival bei Dynamo. 5 Treffer im Ostderby gegen den Halleschen FC. Und klein, aber fein. Besuch im wohl kleinsten Warenhaus Sachsens. Zuvor aber weitere Nachrichten aus Sachsen. Kurz und kompakt. Autosalon. Auf Sachsens einziger Automobilmesse präsentieren 25 Aussteller in Chemnitz die Neuheiten der Saison, darunter mehrere Europa- und Deutschlandpremieren. Erstmals werden 2 Messehallen für die Schau genutzt. Themenschwerpunkte sind Mobilität im Alter, junges Fahren ab 15 und umweltbewusste Fortbewegung. Der Chemnitzer Autosalon erwartet bis morgen 15.000 Besucher und damit mehr Gäste als im vergangenen Jahr. Genussmesse. Feinste Genuss- und Lebensmittel aus verschiedenen Regionen sind an diesem Wochenende auf der Messe Culinaria und Vinum in Dresden zu erleben. Hersteller exklusiver Lebensmittel treffen hier auf Feinschmecker, Hobbyköche, Gastronomen und Hoteliers. Die Besucher können auf 4000 Quadratmetern Messefläche verkosten, schlemmen und kaufen. Zu den Besonderheiten im Programm zählen die Showküche und kulinarische Workshops. Ostereiermarkt. Im sorbischen Kulturzentrum Schleife sind dieses Wochenende österliche Kunstwerke ausgestellt. Mehr als 30 Ostereiermaler aus der Lausitz lassen sich beim Verzieren der filigranen Stücke über die Schulter schauen und bieten ihre Arbeiten auch zum Kauf an. Kunsthandwerker, landwirtschaftliche Erzeuger und regionale Vereine präsentieren sich ebenfalls auf dem sorbischen Ostereiermarkt. Ein großes Glas mit Bonbons an der Kasse, dahinter eine nette Frau, die einem das verkauft, was man halt so zum Leben alles braucht und nebenbei auch noch den neuesten Tratsch aus der Nachbarschaft erzählt. Das alles gab es früher in den guten alten Tante-Emma-Läden, von denen man mittlerweile allerdings kaum noch welche findet. Es sei denn,
Man fährt nach Bermsgrün im Erzgebirge. Dort gibt es nämlich in einem Geschäft auf engstem Raum fast alles, was es im Supermarkt auch gibt. Ein Vollsortiment auf 9 Quadratmetern. Ursula Kurze führt das wohl kleinste Warenhaus Sachsens. Beinahe alles, was das Herz begehrt, gibt es hier. Ein Bäckchen, Nudeln möchte ich noch. Normale 4 mm, ja. Dann geht es um ein paar Euro Stücke Kuchen oder was. Ein bisschen Brathering. So, bitteschön. Ja, danke. Lebensmittel, aber auch Geschenkband und Wecker hat die gelernte Einzelhändlerin im Angebot. Vom Sortiment her habe ich ja bis auf so Glaswaren und Hausschuhe, so, habe ich ja fast alles hin. Aber in geringer Menge nur. Also, wenn einer was verlangt, es passiert kaum, dass ich sagen muss, das habe ich nicht. Der Laden brummt, die Kunden stehen Schlange. Hier ist es kaum teurer als im Supermarkt. Die Preise diktiert sich Ursula Kurze in ihrem Ein-Frau-Betrieb selbst. Es wird ja keiner arm, der hier reinkommt. Und ich werde auch nicht reich, will ich mir so sagen. Ne? Das Mini-Einkaufsparadies ist Dreh- und Angelpunkt im Ort. Neben der Jagdwurst gibt es von der Seniorverkäuferin auch Klatsch und Tratsch. Weil du erstens mal alles erfährst, was ringsum passiert, und zweitens, das andere ist mal alles zu viel. Die 64-Jährige reicht jeden Artikel selbst. Ein gutes Training, um fit zu bleiben. Ihr ganzes Leben schon steht sie hinter der Theke, einst beim DDR-Konsum nach der Wende, auf eigene Rechnung. Ich bin nie in Urlaub gefahren. Einmal war ich in Urlaub gewesen, zum 60. Geburtstag. Das war aber ein Urlaub, ein Zwangsurlaub war das. Das war gebucht, wir konnten nicht mehr absagen. Dank pfiffig angebrachter Klapp- und Schiebebretter bleibt kein Zentimeter ihres Ladens ungenutzt. Auf nur 9 Quadratmetern hat Tante Ursel, wie sie liebevoll genannt wird, einfach alles, außer Einkaufswagen. Der berühmte Dresdner Kreuzchor war heute auswärts unterwegs. Statt in der Kreuzkirche gab es nämlich einen Auftritt im Dresdner Hauptbahnhof. In der Kuppelhalle drängten sich hunderte Reisende und Fans, um den Stimmen der Kruzianer zu lauschen. Zu hören gab es vor allem bekannte Volkslieder, und damit wollten sie auch diejenigen erreichen, die eben nicht zu ihrem Stammpublikum gehören. Die Bahnhofshalle habe eine hervorragende Akustik, darum sei sie für solche Gastspiele auch prima geeignet, so Kantor Roderich Kreine. Ja, und auch in anderen Städten erklang heute Musik an einem ungewöhnlichen Ort, in den U-Bahnhöfen von New York zum Beispiel, von Paris, in Mexico City. In über 120 Städten weltweit wurden heute Werke von Johann Sebastian Bach gespielt. Denn der Meister wäre heute 330 Jahre alt geworden. Und natürlich hat auch Leipzig als die Bachstadt schlechthin bei dieser Aktion mitgemacht und im Citytunnel ein kostenloses Konzert veranstaltet. In der S-Bahn-Station am Leipziger Markt ging nichts mehr. Dicht umdrängt das Ensemble am Akkord mit Kinderchor. Sie sang natürlich Johann Sebastian Bach. Ungewohnte Klänge an diesem Ort. Keiner wusste, wie viele Zuhörer kommen werden. Doch das war nicht so wichtig. Wir machen hier eigentlich unser Ding, wir haben Spaß damit, machen das Experiment mit. Wenn Leute sich angesprochen fühlen, vielleicht selber wieder Musik zu machen, auch mal wieder in die Thomaskirche zu gehen, ins Gewandhaus, ist es schön. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann haben die hier 20 schöne Minuten gehabt und gehen vielleicht mit einem Schnipsen und einem Lächeln auf den Lippen nach Hause. Bach über alles an seinem Ehrentag. Deshalb auch Eintritt frei für alle im Bach-Museum. Auch für die Kleinsten, die dem Meister einen Strauß aus Knöpfen bastelten oder seine Geburtstagskerze. Die kleinen Fans wussten natürlich, wie alt der Meister wird. Also wenn er noch leben würde, würde er 330 Jahre alt werden. Auch im Museum drängten sich die Geburtstagsgäste, um den Komponisten, seinem Leben und Werk näher zu kommen. Nicht nur heute, bis Montag wird dann dort gefeiert. Es wird jetzt in den nächsten Tagen noch verschiedene Festgottesdienste geben, Führungen hier im Bachmuseum, ein Geburtstagskonzert hier im Bachmuseum. Und am Montag werden noch die Leipziger Schüler Johann Sebastian Bach ein Geburtstagsständchen singen. Bachmodern am Wilhelm-Leuschner-Platz, ein weiterer Ort im Citytunnel, wo seine Musik erklang. Auch hier viele Zuhörer, die begeistert lauschten.
finde das ganz lustig. Ich fand die Idee nett und auch, dass es irgendwie relativ unkompliziert ist, dass man sich hier hinstellen kann und wieder gehen, wie man möchte. Ja, nun habe ich sehr weit vorne gestanden, hatte natürlich den Genuss, es sehr schön zu hören. Besser als in jeder großen Konzerthalle. So viel Volksnähe, das hätte dem Meister bestimmt gefallen. Ein echtes Geburtstagsgeschenk für Johann Sebastian Bach. Seit 3 Tagen werden in Dresden jetzt schon die Lachmuskeln beansprucht bei der Humorzone, dem ersten Comedy-Festival Dresdens, bei dem insgesamt 50 verschiedene Künstler auftreten, darunter auch Enissa Amani, eine Frau mit iranischen Wurzeln, die sich auf der Bühne auch immer wieder mit Fremdenfeindlichkeit und mit Rechtsextremen auseinandersetzt. Oh Mann, also die haben überall ihre Wahlplakate aufgehängt. Und die verfassen ihre Wahlsprüche in Reimen. Das meine ich wirklich ernst. Die machen das in Reimen. Ne? Also ich sage euch original, was auf so einem Plakat draufsteht. Da steht auf einem drauf, ist der Ali kriminell, in die Heimat aber schnell. Ja, das steht da, ja. Und da hat aber jemand darunter geschrieben, das fand ich irgendwie ganz süß, hat darunter geschrieben, was ihr Idioten bloß nicht wisst, Alis Heimat Deutschland ist. Dankeschön, like it. Enissa! Ja, und sie war nicht die Einzige, die heute in Dresden auftritt. Ein Best-of des heutigen Tages gibt es ab Mitternacht wieder in unserem Humorzonen-Magazin hier im MDR Fernsehen und natürlich auch bei uns im Internet. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wer heute in der 3. Fußballliga gut lachen hatte. Da war am Nachmittag sowohl Dynamo Dresden als auch der Chemnitzer FC gefordert. Mehr dazu jetzt von Daniel Johe. Ja, guten Abend. Wir beginnen mit dem Derby Dynamo Dresden zu Hause gegen den Halleschen FC. Es ist über 12 Jahre her, dass die beiden Teams gegeneinander angetreten sind. Also fast schon eine historische Begegnung. Und mit Halle kam die beste Auswärtsmannschaft der Liga nach Dresden. Dynamo dagegen kriselnd. Von den letzten 7 Ligaspielen haben sie nur einmal gewonnen. Das Spiel gegen Halle ist keine 60 Minuten alt, als die Dynamo-Fans Fahnen und Transparente einrollen, ihre Unterstützung einstellen. Die Gäste führen zu diesem Zeitpunkt 3:1, Höchststrafe für die Mannschaft. Es ist verdient, dass sie uns auspfeifen, weil wir einfach nicht die Punkte geholt haben, die wir hätten holen müssen. Und es ist aber trotzdem ein beschissenes Gefühl, das wollten wir nicht. Dabei hatte das Derby gegen Halle gar nicht so schlecht begonnen. Tekerci wuselt sich durch die HFC-Abwehr. 18. Minute, frühe Führung für die Schwarz-Gelben. Dann Freistoß für den HFC. Im Zentrum kann Marcel Franke, auch noch ein Ex-Dynamo, unbedrängt einköpfen. Der Ausgleich irgendwie typisch für die momentane Verfassung der Dresdner. Noch deutlicher wird es bei diesem Solo von Bertram. Gleich 5 Dynamo-Spieler begleiten seinen Weg zum Torerfolg. 38. Minute, 2:1 für die Gäste. Gleich nach der Pause wieder ein Freistoß, wieder freie Auswahl für den Schützen, diesmal Furuholm. 3:1 für die 25.000, der schon beschriebene Stimmungskiller. Dieser Schuss von Teixeira im Grunde die einzig noch gelungene Offensivaktion. Nach dem Foul an Eilers entscheidet der Schiedsrichter auf 11 Meter. Eilers verwandelt, doch mehr als das 2:3 gelingt Dynamo nicht, obwohl durchaus noch genügend Zeit gewesen wäre. Die Dresdner taumeln weiter im freien Fall, der Druck auf Trainer und Mannschaft nimmt zu. Ausdruck dessen auch die Stimmungslage mit Spielende. Das ist ein scheiß Gefühl für uns, aber es ist absolut gerechtfertigt im Moment. Wie kommt man denn aus der Nummer wieder raus? Durch harte Arbeit, durch Kampf und Leidenschaft. Das ist das Einzige, was jetzt gefordert ist. Frust pur am Ende des Derbys. Irgendwie kann man die Fans hier verstehen. Ja, und das war jetzt die 7. Pleite im 8. Spiel in diesem Jahr. Grund genug, bei Dynamos Sportdirektor mal nachzufragen. Uwe Karte hat mit Ralf Minge nach dem Spiel gesprochen. Was ist denn bei Dynamo los? Ja, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, der weiß ganz genau, woran es hapert. Wir arbeiten Fußball, wir spielen nicht Fußball. Die Verunsicherung ist in allen Belangen anzumerken. Man muss sagen, die zweite Halbzeit, die Jungs, die wollten ja, die haben ja auch versucht. Aber uns fehlt ganz einfach dieses fußballerische Element, was man braucht, um gerade gegen eine Mannschaft wie Halle, die ja nicht zu Unrecht beste Auswärtsmannschaft ist, bestehen zu können.
Die Zuschauerzahl heute über 25.000, aber so nach einer knappen Stunde hat der K-Block auch die Unterstützung eingestellt. Ist heute der Geduldsfaden der Zuschauer gerissen hier? Ja, da ist ja auch lang genug auf die Felder gespannt worden, der Geduldsfaden. Und dann ist es bei Dynamo Dresden so, dass die emotionalen Ausschläge höher sind als bei anderen Vereinen. Und das ist auch vollkommen korrekt. Und insofern sind wir jetzt in der Pflicht und niemand anders. Wo liegen denn die eigentlichen Ursachen für diese sportlich gesehen katastrophale Ausbeute in diesem Jahr? Oh, ich glaube schon, dass wir versäumt haben, dann im Frühherbst ein paar Bleischuhe zu verteilen Sachen vielleicht auch anders einzuordnen. Es ist eine Erfahrung für die Jungspieler, die sie so noch nicht gemacht haben jetzt. Dann kommt eben das Nervenkostüm dazu. Merkt man bei vielen einfachen Abspielfehlern, bei Stellenfehlern, Laufwege. Jetzt ist ganz einfach, es gibt zwei Wege. Man ergibt sich dem Schicksal und sagt, okay, wir beten und hoffen, dass was passiert. Dann ist man aber für den Leistungssport nicht geeignet. Oder jetzt sagen wir, kommt, wir fahren jetzt ins Trainingslager, krempeln die Ärmel hoch, reden Tacheles, arbeiten an den Sperrpunkten und gucken, dass wir so schnell wie möglich aus der Krise kommen. Das ist eine Krise, das ist eine handfeste Krise. Und wenn wir dort rauskommen, wird das aber Mehrwert sein für jeden einzelnen Spieler und auch für die Mannschaft. Also ein Trainingslager soll es richten bei Dynamo. Und wir schauen nach Cottbus. Da war der Chemnitzer FC heute zu Gast. Die Chemnitzer wollten einen Fluch brechen. Den, dass sie auswärts keine Tore schießen. Seit 10 Auswärtsspielen kein Tor mehr. Heute, so viel sei verraten, hat einiges geklappt. Aber dann war da dieser alte Bekannte. Der Ex-Chemnitzer und Neukottbusser Ronny Gabuszewski kommt von Beginn an zum Einsatz und sollte nach seinem unrühmlichen Abgang besonders motiviert sein. Nach einem Zuspiel von eben diesem Ronny Gabuszewski trifft Tim Kleindienst zur Führung. Der 19-Jährige stand im Abseits, das Tor zählt, Pech für Chemnitz. Doch die Himmelblauen greifen gleich wieder an. Eine Hereingabe von Philipp Türpitz vollendet Frank Löning zum Ausgleich. Nach 10 Spielen endlich wieder ein Auswärtstor. Mit diesem 1:1 geht es auch in die Pause. Nach 54 Minuten diese Aktion. Philipp Türpitz wird im Strafraum gefoult. Elfmeter für den Chemnitzer FC. Anton Fink verwandelt souverän. Saisontreffer 13 für ihn. Chemnitz geht in Führung. So bleibt es auch bis zur dritten Minute der Nachspielzeit. Ausgerechnet Ronny Gabuszewski, der Ex-Chemnitzer, zirkelt den Ball ins Eck zum umjubelten Ausgleich. Chemnitz ist mit diesem einen Punktgewinn sicher unzufrieden. Und jetzt kommen wir zum Spitzenspiel in der Regionalliga. Ein Klassiker und zugleich ein Zuschauermagnet. Das Spiel 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau. 16.000 Zuschauer sind ins Stadion gekommen. Zwickau, Erster in der Tabelle, wollte seine Position verteidigen. Magdeburg, Zweiter in der Tabelle, könnte die Spitze erobern mit einem Sieg. Ja, und warum ist dieser erste Platz eigentlich so begehrt? Weil nur er bedeutet, dass man eine Chance hat, aufzusteigen in Liga 3. Das richtungsweisende Spitzenspiel beginnt flott. Der FCM im Angriffsmodus. Nach einer knappen Viertelstunde wird Christian Beck in die Zange genommen. Um den Freistoß von Nico Hamann zu klären, muss der Zwickauer Schlussmann mit beiden Fäusten ran. Hier die erste Möglichkeit für die Westsachsen. Nach einer Ecke von Christoph Göbel verlängert Florian Eckert den Ball mit dem Hinterkopf. Auch der Magdeburger Schlussmann ist zur Stelle. Mit einem 0:0 der besseren Art geht es in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff hat Magdeburg die große Chance. Sven Reimann flankt auf Christian Beck in der Mitte. Der Stürmer trifft den Ball zwar nur mit dem Nacken, trotzdem wird's gefährlich vor dem Zwickauer Tor. Christian Beck ist der Goalgetter bei den Elbestädtern. 15 Tore hat er schon auf seinem Konto. Zwickau ist um keine Antwort verlegen, Flanke von der rechten Seite. In der Mitte setzt André Luge zum Flugkopfball an, den Aufsetzer klärt Jan Klinker. Tore fallen in diesem Spiel keine mehr. Mit der Punkteteilung kann der FSV Zwickau natürlich besser leben. Die Westsachsen verteidigen Tabellenplatz 1. Und wir machen weiter mit Eishockey, zweite Liga. Mit Mut und Hoffnung sind die Dresdner Eislöwen eingelaufen ins Playoff-Viertelfinale gegen Bietigheim. Und sie haben gegen den Favoriten einen ziemlich heißen Fight aufs Eis gelegt.
Ja, nur hinterher. Was ging den Dresdnern da durch den Kopf, als sie den Fans Danke und Tschüss sagen mussten? Wahrscheinlich war es erstmal ein ziemlich großes Gefühl der Leere, denn sie sind rausgeflogen. Diese Mannschaft wird man so nie wiedersehen. Das Team der Dresdner Eislöwen steht vorm Umbruch. Nach dem unglücklichen 3:4 nach Verlängerung gegen Bietigheim werden die Dresdner zwar bejubelt, die Saison ist trotzdem zu Ende. Wir hätten ganz gerne weitergespielt, aber so ist Sport. Jetzt ist vorbei und das ist erstmal schade. 18. Minute, Dresden in Unterzahl und trotzdem mit Power im Play. Sean Weller, ein Break mit konzentriertem Abschluss, 1-0 Dresden. Der Mittelabschnitt und die Eislöwen in doppelter Überzahl. 22. Minute, wo ist die Lücke? Wo ist das Tor zum Tor? Das Knie des Gegners ist die glückliche Lösung. 2-0 Dresden durch Pommersbergers Eigentor. Kurz vor der Sirene ein perfektes Dresdner Powerplay. Arthur Skrumic, 3-0. Klingt nach Vorentscheidung, ist sie aber nicht. Martell muss mit Matchstrafe vom Eis, danach kippt das Spiel. Skolbeck, 3:1, 45. Minute. Marcel Kahle, nur noch 3:2, 54. Minute. Dann noch 40 Sekunden. Dresden in Überzahl, obwohl es nicht so aussieht. Sommerfeld, 3:3. Es ist nicht zu fassen. Dresden verspielt das 3:0. Bietigheims Siegtor in der 8. Minute der Verlängerung macht das Drama perfekt. Dresdens Saison ist vorbei und Bietigheim im Halbfinale. Und wir haben noch eine Meldung vom Eisschnelllauf. Nico Ihle aus Chemnitz ist Dritter geworden im Gesamtweltcup über die 1000 Meter. Der Weltcup hatte heute sein Finale in Erfurt. Und es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass ein Deutscher auf dieser Strecke am Ende der Weltcup-Saison auf dem Podest steht. Dankeschön, Daniel. Jetzt sagt uns Susanne Langhans noch, ob der Frühling bald wieder zu uns zurückkehrt. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin und schönen Abend noch. Tschüss.